Es ist die erste Bilanzjahrespressekonferenz des neuen Helaba-Vorstandsvorsitzenden Herbert Hans Gründke. Und weil er erst zum 1. Oktober vergangenen Jahres das Zepter vom bisherigen Chef Hans-Dieter Brenner übernommen hat, möchte er sich auch nicht mit fremden Federn schmücken, so der Neue. Doch auch wenn Gründke erst seit weniger als 6 Monaten am Ruder sitzt, heute konnte er verkünden, dass die Landesbank Hessen-Thüringen nach wie vor hervorragend dasteht und sogar an das Rekordergebnis des Vorjahres anknüpfen konnte. Wir haben in allen Kundenbereichen gut zulegen können. Das ist für mich das Wichtige. Das zeigt unsere Verankerung in der Realwirtschaft. Und wir haben vor Steuer einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund einer leicht reduzierten Steuerposition ist unser Ergebnis nach Steuern um rund 5% gewachsen. Aber wie gesagt, wesentliche Kernbotschaft ist, wir sind in allen Kundenbereichen gut vorangekommen. Und das zeigt eben, dass wir mit unseren Kunden in der Realwirtschaft verankert sind. Zugleich dämpft Gründke vorsorglich die Erwartungen für das laufende Jahr. Denn auch für die Helaba wird das wirtschaftliche Umfeld in Zeiten des Niedrigzinses rauer. Die aktuelle geopolitische und ökonomische Entwicklung verunsichere die Märkte und führe zu hoher Volatilität. Aufgrund dieses schwierigen Umfelds, der höheren regulatorischen Kosten und der steigenden Kapitalanforderungen sei für 2016 mit spürbaren Abstrichen beim Konzernergebnis zu rechnen. Dem will die Helaba mit ihren Plänen aber entgegenwirken. Wir sind dabei, haben das ja schon angefangen, werden es weiter ausbauen, unser Angebot in der Außenhandelsfinanzierung. Da wollen wir gemeinsam mit den Sparkassen und ihren Kunden Marktanteile im Außenhandelsgeschäft gewinnen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere hervorragende Situation im Immobilienkreditgeschäft nutzen wollen, um institutionellen institutionellen Anlegern und auch unseren Sparkassen Möglichkeiten zu geben, in gute Kredite zu investieren. Der Vorsteuergewinn der viertgrößten Landesbank Deutschlands lag mit 596 Millionen Euro nur knapp 2% unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich standen 419 Millionen Euro Überschuss. Das kann sich sehen lassen, findet auch der neue Chef Herbert Hans Gründke, der sich übrigens schon ganz gut bei der Helaba eingelebt hat. Naja, also die ersten 6 Monate waren mit Sicherheit für mich eine schon sehr herausfordernde Zeit. Die Finanzmärkte sind ja doch in heftiger Bewegung, aber ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Die nächste Bilanz der Helaba wird Herbert Hans Gründke alleine zu verantworten haben. Erst dann wird sich zeigen, ob der neue Chef die Weichen richtig gestellt hat.